Solche Szenen kennt man sonst nur aus Deutschland. Polizei und Castor-Gegner prallen aufeinander. Doch das hier ist Frankreich und das ist außergewöhnlich. Es sind die ersten Ausschreitungen dieser Art. Die Polizisten sollen die 11 Container mit dem hochradioaktiven Müll sichern. Die Demonstranten protestieren gegen den Castor-Transport. Eigentlich sollte es ein friedlicher Protest werden, doch die Realität sieht anders aus. 400 Demonstranten sind in die Normandie gekommen, um auf die atomare Gefahr aufmerksam zu machen. Einige haben dabei entlang der Strecke die Gleise beschädigt.